Was geht, Leute? Der Lenny wieder mal hier. Als kleine Vorwarnung, das Video könnte ein bisschen gruselig werden. Gruselig. Also jetzt nicht gruselig so im Sinne von... ich bin ein Geist. Auch wenn ein Geist quasi eine Rolle spielt, aber es ist mehr so ein gruselig von wegen... Alter, das ist krank. Es dreht sich nämlich heute alles um das hier. Meine gesamte Kindheit verpackt in einen 6,7 x 5,4 x 0,7 cm großen Klotz. Ja, verdammt, ich habe es ausgemessen. Ich denke mal, jeder hatte mit Pokémon in seiner Kindheit irgendwie zu tun, egal ob man es mochte, ob man es nicht mochte, man kannte es einfach. Aber vor einiger Zeit schon haben sich Dinge aufgetan, die vielleicht für Kinder nicht so geeignet waren. Dieses Spiel wollte uns umbringen. Was habe ich dir denn getan? Warum willst du mich tot sehen? Und zwar mit einer genauso gut durchdachten wie gemeinen Methode. Tod durch Musik. Es ist kein Scheiß, Leute. Nachdem dieses Spiel in Japan herauskam, hat eine Stadt namens Lavanya City für ziemliche Furore gesorgt. Ich denke mal, jeder, der dieses Spiel gespielt hat, hatte genauso wie ich Angst vor der Hintergrundmusik von Lavandia. Ja, genau dieses. In Japan kam es zu Erkrankungs- und sogar Todesfällen von kleinen Kindern. Warum, fragt ihr euch? In der originalen japanischen Version des Liedes aus Lavender Town oder auch Lavanya City genannt, waren versteckte Frequenzen vorhanden, die das Gehirn so stimuliert hatten, dass es manche Kinder krank gemacht hat oder sie in den Selbstmord getrieben haben. Aber das ist ja noch nicht mal alles. Es kommt nämlich noch gruseliger. Gruselig. Wenn man nun das originale Musikthema in ein Musikprogramm wie FL Studio oder so steckt und sich das Spektrum anzeigen lässt, taucht wie von Geisterhand an den Stellen, wo die gefährlichen Frequenzen sitzen sollen, ein Bild auf. Und dieses Bild zeigt den Pokémon-Geist aus dem Pokémon-Turm aus Lavandia City. Es gibt dann gegen Ende des Liedes nochmal ähnliche Frequenzen, an denen ebenfalls ein Bild auftaucht. Der Geist... und eine seltsame Schrift, die dann die Worte bildet, Leave Now. Was dann auf Deutsch so viel wie bedeutet, verschwinde. Die Spieler, die sich nun ein bisschen mehr mit diesem Spiel auskennen, wissen vielleicht, dass das genau das ist, was der Geist sagt, wenn man versucht, ihn zu fangen oder ihn weiterhin zu bekämpfen. Verschwinde. Die letzten paar Sekunden dieses Liedes bestehen danach nur noch aus einem immer höher werdenden Ton und einem... sagen wir es mal, Reverse aus dem eigentlichen Lied. Das Seltsame ist nur, dass man das in dem eigentlichen Lied überhaupt nicht wahrnehmen kann. Ihr findet in der Videobeschreibung einen Link, wo ein Junge das sehr wunderbar erklärt hat und das auch mal vorzeigt. Ich kann euch versichern, das, was ihr da sehen werdet, ist kein Fake. Die Entwickler von Pokémon werden sich da irgendwas dabei gedacht haben. Ich denke nicht unbedingt, dass das so ausarten sollte, aber irgendwas hatten sie mit diesen Frequenzen vor. Ich kann mir nur noch nicht vorstellen, was. Und nochmal eine persönliche Warnung an jeden, der meint, er könnte das auf die leichte Schulter nehmen. Die Reverse-Version, also die zurücklaufende Version dieses Liedes, soll auf Dauer das Hirn so stimulieren können, dass es sogar zu krassen Wahnvorstellungen führen kann. Und eventuell klingt das ja auch verrückt, aber ich habe das mal im Selbsttest gemacht. Ich habe mir wirklich das Lied dreimal rückwärts angehört. Am selben Abend noch hatte ich leichte Depressionserscheinungen und ich fühlte mich... eingeengt und irgendwie, ich hatte so ein ganz komisches Gefühl überall im gesamten Körper, als wäre irgendwas Schlimmes passiert. Dabei war alles wunderbar. Ich weiß, ihr haltet mich jetzt vielleicht für einen Freak, aber das ist genau das, was mir halt passiert ist bei diesem Lied. Es handelt sich bei dieser Methodik um sogenannte binaurale Beats. Das heißt, auf das linke und auf das rechte Ohr werden zwei verschiedene Frequenzen gesetzt, die aber fast gleich sind. Alles über diese binauralen Beats erfahrt ihr in dem Video unten oder einfach bei Wikipedia mal nachschauen. Ist wirklich ein sehr interessantes Thema und auf Dauer, wenn man sich damit befasst, auch wirklich krass, was man mit Akustik an einem Menschen alles ausprobieren kann. Aber die Macher von Pokémon scheinen Frequenzen irgendwie zu faszinieren. Mögen es jetzt akustische oder optische Frequenzen sein. Denn eine Folge aus der Anime-Serie von Pokémon musste nach der ersten Ausstrahlung sofort aus dem Verkehr gezogen werden und definitiv verboten werden. Dort ging es um eine Szene, wo Ash und Pikachu gegen vier Raketen kämpfen, die irgendwelche Computerviren erzeugen oder besiegen, ich habe keine Ahnung. Und Pikachu greift dann diese vier Raketen an
Und danach sieht man einfach einen wahnsinnig schnellen Wechsel von Blau zu Rot. Das war scheinbar zu viel für über 600 Kinder, die danach einen fotosensitiven epileptischen Anfall bekommen haben. Heißt, diese 4 Sekunden lange Frequenz hat einfach gewisse Teile im Hirn vollkommen ausgeschaltet und zum totalen Absturz gebracht. Stellenweise Kinder mussten sofort ins Krankenhaus, haben Blut gekotzt, denen war mordsübel, hatten Kopfschmerzen, hatten Krampfanfälle und konnten nicht mehr. Durch diese Folge von Pokémon haben die Macher übrigens einen negativen Weltrekord geschafft. Als Folge einer Serie mit den meisten epileptischen Krampfanfällen. Das ist kein Witz. Um nochmal zu dem Lavendertown-Syndrom, wie es übrigens heißt, zurückzukommen. Mich persönlich hat das Ganze ziemlich beunruhigt, vor allem weil es einfach bei mir funktioniert hat. Ich habe mich wirklich mordsunwohl gefühlt, als ich das Original dieses Lieds gehört habe. Und ich bin da nicht der Einzige gewesen. Mein Bruder hatte ebenfalls Beschwerden, Magenkrämpfe etc. Und ich finde es von den Machern einfach unverantwortlich, so etwas zu tun. Klar, ich kann mir vorstellen, sie wollten irgendeinen lustigen PR-Gag machen, aber das war definitiv zu viel. Ich finde es allerdings auch komisch, wie so etwas passieren kann, weil sowas muss doch eigentlich getestet werden, oder nicht? Es sind wirklich knapp 70 Kinder wegen diesem Lied gestorben, weil sie sich umgebracht haben. Weil sie sich umgebracht haben. Alter! Meine Frage an euch, was denkt ihr über dieses Lavendertown-Syndrom? Lavendertown ist übrigens der englische Name für Lavandia City. Nur halt mal so als Zwischeninfo, damit ihr auch wisst, worüber ich rede. Schreibt mir eure Meinung einfach unten in die Kommentare. Habt ihr davon schon mal gehört? Mir persönlich war es neu, obwohl dieses Spiel jetzt wirklich schon seit über 10 Jahren schon auf dem Markt ist und ich es auch seit über 10 Jahren spiele. Mein Gott, wie die Zeit vergeht. Ansonsten findet ihr in der Videobeschreibung noch sämtliche Links, einmal zu dem Video. Dann findet ihr noch meine Facebook-Seite, die ihr gerne liken dürft. Bis dahin würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video und haut rein, Leute!